Das hier sind tatsächlich die besten bzw. beliebtesten Gaming-Tastaturen und ich werde die in diesem Video alle miteinander testen. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es gehört, ich habe mir die besten bzw. beliebtesten Tastaturen für Fortnite gekauft und werde sie in diesem Video miteinander testen. Ich werde mir unter anderem die Reaktionszeiten angucken, die Switches angucken, werde die Tastaturen in Creative und Arena ausprobieren und euch am Ende ein Fazit geben, welche Tastatur die beste ist und welche auch preis-leistungstechnisch am besten für euch geeignet sein sollte. Bevor es aber mit dem Video losgeht, vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, das Video zu liken und die Glocke zu aktivieren, um wirklich kein weiteres Video mehr hier auf diesem Kanal zu verpassen. Denn aktuell lade ich wirklich jeden zweiten Tag hier ein YouTube-Video hoch. Und für den maximalen Support, damit ich mir in Zukunft auch solche Videos weiter finanzieren kann, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code Zeronis im Itemshop eintragen würdet. Passend dazu seht ihr hier nochmal einige Namen eingeblendet, die mir auf Instagram Bits zukommen lassen haben, wie sie meinen Creator-Code eingetragen haben. Falls du an dieser Stelle im nächsten Video stehen willst, schickt mir doch gerne auf Instagram, dort heißt ich Zeronis.k ein Bild, so wie du meinen Creator-Code eingetragen hast. Und ich würde sagen, wir haben genug geredet, rein geht's ins Video. So, und da sind wir in eine altgewohnte Perspektive. Und zwar habe ich jetzt hier einmal alle Keyboards und ich werde euch nacheinander zeigen, welche Keyboards ich mir genau gekauft habe, um diese in diesem Video zu testen. Und einmal, ihr wisst es natürlich, die Apex Pro Mini, das ist auch das Keyboard, mit dem ich unter anderem spiele. Das ist das schnellste Keyboard, was man aktuell kaufen kann. Es hat mit die besten Switches, die C-Series Omnipoint Switches. Eigentlich kann man nichts Negatives zu diesem Keyboard hier sagen. Es wird aber trotzdem hier getestet, unter anderem, weil ich mal sehen will, wie es im Vergleich zu allen anderen Keyboards hier ist. Als nächstes kommen wir dann einmal zu der Logitech G Pro TKL und das ist eines der neueren Keyboards, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin. Und zwar ist es tatsächlich das einzige Keyboard, was nicht 60% groß ist, sondern 80% groß ist. Heißt, es hat hier nochmal die Pfeiltasten. Auf diesem Keyboard bin ich vor allem sehr, sehr gespannt, weil wenn ich das im Vergleich zu allen anderen Keyboards so vergleiche, wiegt das wirklich am meisten. Als nächstes haben wir dann einmal die Royal Clutch 61 und auf dieses Keyboard bin ich genauso gespannt wie auf allen anderen Keyboards, denn das ist unter anderem das beliebteste 60% Keyboard unter 100 Euro. Das Keyboard kostet 70 Euro. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, was dieses Keyboard kann und wieso wirklich so, so viele Leute, die nicht sehr, sehr viel Geld ausgeben wollen, sich genau dieses Keyboard hier holen. Als letztes haben wir einmal hier die Razer Huntsman Mini, auch ein sehr beliebtes Keyboard, hat auch 120 Euro gekostet und das ist auch nochmal die neue Variante, auch in 60%. Leider aber im englischen Layout, was aber nicht so viel ausmachen sollte. Und tatsächlich habe ich mir dieses Keyboard auch in Weiß Gold, einfach mal um zu testen, wieso das weiße Design bei einem Keyboard ist. Ich würde aber sagen, damit ich erstmal keine Tastatur abschließe muss und eine neue anschließen muss, testen wir als erstes die Apex Pro Mini, das Keyboard wirklich, mit dem ich auch aktuell spiele. Es hat die schnellsten Switches, wie gesagt, die Switches haben eine Verzögerungszeit von 0,2 Millisekunden und das sind die Omnipoint Silver Switches. Bevor wir aber direkt ins Video reingehen, kurze Werbung in eigener Sache und zwar, ihr wisst es, der RZ Gaming Arm Sleeve, an alle, die es mitbekommen haben, das neue Produkt von Rubix und mir, denn Rubix und ich haben gemeinsam ein Unternehmen gegründet, wo wir in Zukunft Gaming-Produkte für euch produzieren werden. Und unser erstes Produkt ist tatsächlich dieser RZ Arm Sleeve. Für alle, die nicht wissen, was ein Arm Sleeve ist, checkt unbedingt den TikTok-Kanal rzgaming.de aus. Und falls ihr Interesse habt, das ganze Produkt zu kaufen, dann checkt unbedingt den ersten Link in unserer Videobeschreibung aus. Dort seht ihr auch hier unter anderem unsere Website im Hintergrund. Was genau ein Arm Sleeve bringt, seht ihr hier auch nochmal angegeben, genauso wie welche Größen wir haben. Also unbedingt an der Stelle den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken, falls ihr Interesse an einem Arm Sleeve habt. So, ich würde sagen, angekommen in Creative werde ich das einmal mit jedem Keyboard machen. Auch wenn ich jetzt komplett online gespielt bin, wird man eigentlich einiges erkennen können. Und zwar werde ich die ganzen Keyboards erstmal miteinander, wie gesagt, in Creative testen und dann einmal in Arena testen. Und zwar will ich hier vor allem in Creative genau darauf achten, wieso die Verzögerung ist, weil in Creative kann man das Ganze am besten testen, weil hier der wenigste Delay sozusagen ist. Zudem will ich aber auch mal so sehen, wie das Tastengefühl ist von den jeweiligen Tastaturen. Das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige, beziehungsweise von den Keycaps. Das ist ja eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, dass man wirklich ein richtiges Gefühl hat und dass es auch Spaß macht, so die Tastatur zu klicken. Aber ich würde sagen, so bei der Apex Pro Mini muss ich ja nicht viel zu sagen. Ihr wisst ja, dass ich mit dem Keyboard Standard spiele, dass ich wirklich jeden Tag dieses Keyboard benutze. Seit über einem Jahr benutze ich dieses Keyboard, spiele meine Turniere damit. Und ich würde es natürlich nicht tun, wenn ich mit diesem Keyboard nicht zufrieden wäre. 0,2 Millisekunden Verzögerung sagen da, glaube ich, schon alles. Das Ganze müsst ihr aber natürlich auch erstmal über die C-Series App einstellen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, checkt das unbedingt aus, dass ihr wirklich da auch die geringste Verzögerung habt. Ansonsten, das Tastengefühl her von der Tastatur ist wirklich perfekt. Also man kann sich nicht beschweren. Die Keycaps fühlen sich genau richtig an. Man merkt auch genau, wie viel man in eine Taste eindrücken muss. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, dass du relativ schnell merkst, wie viel du die Taste eingedrückt hast und ob die Taste dann natürlich auch auslöst oder ob die Taste nicht auslöst. Ich würde aber sagen, wir haben jetzt genug die Tastatur einmal ein bisschen in Creative getestet und werden jetzt einmal dafür in Arena reinspringen. So, ich würde sagen, angekommen in Arena, auf geht's, wie in jedem anderen Video auch nach Envy Square. Und ich würde sagen, erste Waffe, wir haben es direkt. Ich kann leider zu diesem Keyboard nicht besonders viel sagen. Ich bin echt gespannt, wie es erstmal im Vergleich zu den anderen wird, da es auch das erste Keyboard ist, was ich in diesem Video teste. Aber ihr wisst, wie sehr zufrieden ich selber mit diesem Keyboard bin. Und sonst würde ich natürlich ja nicht die ganze Zeit auch mit dieser Tastatur hier spielen, wenn ich natürlich damit nicht zufrieden wäre. Aber ich würde sagen, wir brauchen erstmal ein bisschen Waffen hier, um weiter zu spielen. Okay, er hat eine Pump. Das sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus, Jungs. Sehr schlecht aus. Ich würde sagen, auf geht's rüber erstmal. Hier haben wir erstmal auch nichts. Perfekt.
Es sieht sehr, sehr schlecht aus. Sehr, sehr schlecht. So, ich würde sagen, erste Runde vorbei. Wie in jedem anderen Video natürlich nicht erfolgreich. Liegt aber auch daran, dass ich wirklich jedes Video uneingespielt aufnehme. Dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich live gehe, dass wirklich kein Cap an der Stelle immer uneingespielt bin. Deswegen sehe ich wirklich onstream so schlecht aus oder in Videos. Ansonsten bin ich wirklich einer der besten Spieler. Ich würde aber sagen, wir lassen uns jetzt nicht beeinflussen. Lande hier die zweite Runde wieder Envy Squad. Vielleicht ist es nicht so die richtige Taktik, wenn man uneingespielt ist, jedes Mal wieder hier aufs Neue in Envy Squad zu landen und auf die Fresse zu kassieren. Aber irgendwann muss es ja auch laufen. Ich werde jetzt nicht lange drumherum heizen, wie dieses Keyboard ja ist. Ich habe das Keyboard, wie gesagt, ja schon mal getestet, beziehungsweise ich spiele die ganze Zeit mit dem Keyboard. Deswegen, ich bin eher gespannt darauf, wie die anderen Keyboards sind und würde die gerne miteinander vergleichen. Und wir sehen schon wieder, es kann nicht wahr sein. Wir sind hier mit einer MP. Ja, das war's. Das war's mit der Runde. Die Runde können wir auch vergessen. Ey, das kann nicht sein, Chat. Das kann nicht sein. Jedes Mal. Jedes Mal das Gleiche. So, ich würde sagen, bevor wir hier weiter ragen, weil hier einfach keine gute Runde mehr kommt, ist es soweit. Wir nehmen uns als nächstes die Razer Huntsman Mini vor. So, als erstes packen wir erstmal die Tastatur aus. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Tastatur in Weiß aussieht. Und sie sieht wirklich geisteskrank clean aus in Weiß. Hilfe, sieht dieses Keyboard geil aus in Weiß, Chat. Komplett, komplett, komplett weiß. Und es wiegt wirklich sehr, sehr wenig. Also, wenn ich die mit der Apex Pro Mini vergleiche, wiegt die hier um einiges weniger. Ich bin jetzt gespannt, ich würde sagen, ich schließe erstmal das Keyboard an und dann gucken wir das Keyboard uns mal an sich erstmal an. So, ich würde sagen, Razer hat zum Mini wurde angeschlossen und sie sieht fucking nochmal geil aus. Wie fucking geil sieht dieses Keyboard komplett in Weiß aus mit dieser RGB-Funktion hier. Ich glaube, das Keyboard verstaucht direkt. Es wird direkt voller Staub. Es wird, glaube ich, nach einigen Tagen schon wieder relativ kacke aussehen. Aber an sich so komplett clean ist es einfach ein heftiges Keyboard. Ich würde sagen, wir bewerten aber erstmal nicht nach Aussehen, sondern bewerten erstmal das Tastengefühl. Und das wird das erste Mal tatsächlich, dass ich diese Tastatur antippe. Und es ist, man merkt direkt, ein riesiger, riesiger Unterschied. Die Tasten sind viel, viel, viel gedämpfter. Also, du brauchst mehr Druck, um die Tasten einzutippen, im Gegensatz zu der Apex Pro Mini. Und ich würde sagen, eine Sache, die man direkt merkt, ich kann hier unendlich lange auf dieser Tastatur rumtippen und man hört wirklich gar nichts. Also diese Switches sind wirklich komplett gedämpft, man hört gar nichts, aber braucht dafür halt tatsächlich mehr Druck, um zu tippen. Ich bin aber mal gespannt, wie diese Tastatur tatsächlich in-game aussieht. So, ich würde sagen, in Creative angekommen, gehen wir direkt los und wir bauen. Also es fühlt sich wirklich sehr, sehr nice an. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Obwohl das sehr gedämpft ist, spürt man das beim Zocken wirklich nicht so krass. Wenn du die ganze Zeit Tasten tippst, spürst du immer noch genauso das Tippgefühl, wo man tippen muss. Und die Tastatur an sich ist schon sehr, sehr clean. Sowohl das Tippgefühl als auch die Switches. Ich muss sagen, ich verstehe, wieso sehr, sehr viele diese Option hier nehmen. Also für 120 Euro, wenn ich die so mit der Apex Pro Mini, glaube ich, vergleiche, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Alternative bisher. Was die Verzögerung auf jeden Fall angeht, ich muss sagen, man merkt ein absolut keinen Unterschied. Es ist so, als würde ich wie ganz normal mit der Apex Pro Mini spielen. Aber ich glaube, das wird auch bei jedem Keyboard der Fall sein, weil diese 0,1 Millisekunden, die wir Unterschied haben zu der Apex Pro Mini, die spürt man einfach im Normalfall gar nicht. Das merkst du einfach als Mensch nicht. Aber es kommt einfach nur aufs Tippgefühl drauf an. Es kommt auf die Switches drauf an, vom Sound. Das interessiert ja sehr, sehr viele Leute. Also beim Zocken generell, man hört einfach von dieser Tastatur hier gar nichts. Die ist komplett, komplett gedämpft. Und ich muss sagen, ich habe komplett, komplett gutes Gefühl hier bei dieser Tastatur. So, angekommen in Arena. Wir entscheiden uns aber diesmal für eine andere Stadt. Und zwar ist es diesmal Faulty Splits. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Keyboard sich gleich auch im Fighten spielen lässt. Weil im Fighten merkt man nochmal einen kleinen Unterschied immer als in Arena, einfach nur zu Freebind, wieso da die Verzögerungen sind, beziehungsweise wie einfach so dieses Tippgefühl ist. Aber ich muss sagen, ich bin für dieses Keyboard sehr, 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 sehr glücklich bis jetzt, dass ich mich dafür entschieden habe, dieses Keyboard mal zu testen. Ich werde ja häufig im Stream immer gefragt, wie findest du diese Tastatur, wie findest du diese Tastatur? Und endlich kann ich mal dazu wirklich mal meine Meinung abgeben. Und ich kann euch bisher sagen, dass ich keinen Grund sehe, 100 Euro mehr für eine Apex Pro Mini auszugeben, wenn man sich auch einfach für 120 Euro diese Tastatur hier holen kann, die von der Leistung her auch sehr, 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 sehr gut ist. So, wir landen direkt oben und ich würde sagen, wir müssen nachladen. Aber wir kriegen den Gegner safe hier. Nice, wir haben ihn, Chat. Das ist die Pump, mit der ich wirklich nichts drauf habe, Chat. Müsst ihr wissen, wir müssen gucken, ist die gleiche Pump. Ihr seht es, ihr merkt es. Ihr merkt es, ihr merkt es, ihr merkt es. Und wir treffen den One-Pump. Wir haben den wichtigen One-Pump aber getroffen. Ne, die brauchen wir tatsächlich, aber wir müssen jetzt hier die andere holen. Weil die eine jetzt keinen Schuss mehr hat. So, rein geht's. Oh mein Gott, ich glaube, das war's. Ich glaube, es ist immer wieder das gleiche, Chat. Ich bin... Es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Ich nehme hier diese Videos auf und jedes Video mache ich hier über 1000 Minuspunkte in Arena. Jedes verdammte Video. Ich glaube langsam, wenn ich weiter so viele Videos aufnehme, bin ich bald einfach unter Champion Arena, wenn es so weiterläuft. Eins hier nehme ich mir auf jeden Fall vor fürs nächste Video, mich vorher einzuspielen, damit ich auch wirklich mal vielleicht ein paar gute Arena-Runden erspiele. So, ich würde sagen, neue Runde, neues Glück und damit auch eine komplett neue Stadt und wir spawnen wieder in der Stadt ohne eine einzige Waffe. Perfekt. Es ist also wirklich, Fortnite will mich hier aber auch gerade nicht gönnen, dass wir wirklich irgendwas Gutes hinkriegen. So,
ich würde sagen, wir haben genug Loot. Der Gegner ist da hinten. Auf geht's pushen und ein bisschen das Keyboard mal hier testen, wie es sich so auch im Fighten spielen lässt. Also ich bin bis jetzt sehr, sehr, sehr positiv überrascht, wie angenehm das Tippgefühl bei dieser Tastatur hier ist. Und wir werden abgecampt. So, wir müssen kurz aufpassen. Wir haben auch keine Mats mehr. Es sieht wirklich nicht gut aus. Es sieht wirklich gar nicht gut aus. Und das ist der One-Pump. Der wichtige, wichtige One-Pump. Bei einer blauen Pump hier der zu gehen, das hätte wieder wehgetan. Bin ich euch ehrlich. So, aber ich würde sagen, in der Stadt sind erstmal keine weiteren Gegner. Wir suchen erstmal den nächsten Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich würde sagen, nächster Gegner. Überraschungsziel direkt early. Vielleicht kriegen wir mal auch einen zweiten Kill in der Runde hin. Geboxt haben wir den Gegner erstmal. Naja, okay. Oh mein Gott, ich bin so schlecht gerade, Chat. Aber die Gegner sind einfach nochmal schlechter als ich. Das ist das, was mich gerade rettet. Ich bin selber komplett schlecht. Die Gegner sind aber einfach nochmal ein bisschen schlechter. Ich würde sagen, wir haben den nächsten Gegner entdeckt. Und der Gegner hat ja wirklich mal gar keine Awareness hier. Was passiert hier? Aber er gibt uns als wichtigste Item aktuell in Fortnite den Hammer. Und ich glaube, ja, wenn ich mich verhört habe, ich habe hier den nächsten Gegner gehört. Es ist auch richtig. Hier ist der nächste Gegner. Und das sind seine Edits. Das spielt uns hier gerade gar nicht in die Karten. Er spielt uns wirklich gar nicht in die Karten. Also meine Leistung in diesem Video zusammengefasst, ich bin, glaube ich, also jeder, der das Video sieht, denkt, ich bin der schlechteste Spieler, den es gibt. Aber kurz zusammengefasst, Tastatur getestet, ich werde euch am Ende nochmal ein kleines Fazit einblenden, welche Tastatur ich am besten fand. Bisher finde ich die aber preis-leistungstechnisch um einiges besser als die Apex Prominent. Ich habe wirklich keine großen Unterschiede gemerkt, außer dass das Tippgefühl, wie gesagt, ein anderes ist und der Sound wirklich gedämpfter ist. Ich bisher aber die Tastatur tatsächlich besser finde als die Apex Pro Mini. So, ich würde sagen, nächstes Keyboard RK61. Costa Quanta 70 Euro und eines der beliebtesten Keyboards, wie gesagt, unter 100 Euro. Also für 70 Euro soll es das mit meistverkaufteste Keyboard sein. Und auf dieses Keyboard bin ich sehr, sehr gespannt, denn ich kriege auch im Stream immer so häufig die Frage gestellt, wie ich diese Tastatur finde. Und endlich kann ich die tatsächlich mal selber für mich probieren. Ich würde sagen, haben wir die Tastatur einmal ausgepackt. Wie bei jeder anderen Tastatur gucken wir uns erstmal ein bisschen die Switches an und das Tippgefühl. So, ich würde sagen, ich habe die Tastatur einmal angeschlossen und direkt eine Sache, die mir auf den ersten Blick auffällt, die ist von der Verarbeitung wirklich deutlich, deutlich schlechter als die Apex Pro Mini oder die Razer Huntsman Mini. Also man erkennt immer bei Tastaturen, wie die verarbeitet wurden, wie die Switches oder die Keycaps verarbeitet wurden. Und ich würde sagen schon, dass es um einiges ein bisschen schlechter ist. Hier ist auch noch ein Stick dabei, wo ich noch nicht so ganz verstanden habe, wofür der dabei ist. Was mir aber aufgefallen ist, unter anderem, ich nehme alles zurück, ich weiß jetzt, wo der Unterschied ist. Und zwar kann man die Tastatur über Bluetooth spielen und über Kabel. Das kann man einmal über den kleinen Knopf hier hinten einmal steuern. Und genauso kann man aus und an auch über den Knopf steuern. Also das ist bei allen anderen Tastaturen nicht der Fall. Ihr wisst ja, wenn man eine Tastatur mit dem USB anschließt, sollte die direkt an sein. Was mir aber direkt negativ aufgefallen ist zum Anfang, dass man die Tastatur nicht erhöhen kann. Ihr wisst ja, die meisten Tastaturen hier hinten haben diese kleinen Clip, womit man die Tastatur tatsächlich höher stellen kann. Hat sie nicht, die liegt wirklich komplett, komplett flach. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste rein und ihr hört, das ist der Clicky-Sound. Ich versuche mal mein Mikrofon wirklich so nah wie möglich zu machen, dass man das wirklich hört. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber das ist wirklich dieser komplette, komplette Clicky-Sound, den ich bei der Tastatur tatsächlich auch schon erwartet habe. Vom Tippgefühl ist es tatsächlich nochmal ein deutlich anderes Tippgefühl als bei der Razer Huntsman Mini. Hier merke ich das Tippen wirklich, dass es relativ einfach geht. Also das Tippen geht deutlich, deutlich einfacher und schneller als bei der Razer Huntsman Mini und tatsächlich auch noch einfacher als bei der Apex Pro Mini. Ich selber bin nicht so ein Riesenfan davon, wenn man tatsächlich die Tasten so laut hält, beziehungsweise wenn das Tippgefühl wirklich sehr, sehr, sehr leicht ist. Ich bin aber mal gespannt, wie die Tastatur sich tatsächlich in-game und in Creative spielen lässt. Eine kleine Änderung, die mir direkt aufgefallen ist, und zwar hatte ich gerade das Problem, ich habe die Tastatur angeschlossen und ich konnte tatsächlich einfach mit der Tastatur nicht spielen und ich dachte mir die ganze Zeit, woran liegt es? Und es liegt einfach daran, dass das Keyboard tatsächlich ein Wireless-Keyboard ist. Also das Keyboard ist nicht dafür gedacht, dass man mit einem Kabel spielt, liegt aber auch daran, dass ich die Wireless-Variante anscheinend bestellt habe. Ist aber trotzdem mal interessant zu sehen, wie tatsächlich auch mal ein Wireless-Keyboard ist. Deswegen ist eigentlich eine coole Gelegenheit, in diesem Video mal auch Wireless-Keyboard zu testen. Ansonsten, wie gesagt, ich musste einfach das Keyboard kurz so 5 Minuten aufladen und musste diesen USB-Stick, der eben hier dran war, einfach anschließen und es hat sich direkt verbunden. Ich würde aber sagen, wir testen mal direkt das Keyboard in-game und das Keyboard, ich merke, also ich bin ja, ich habe es eben auch schon gesagt, nicht so der große Fan von diesen Tasten, die man wirklich so krass laut hört und die man so krass, so einfach tippen kann. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich relativ, relativ cool, das Keyboard. Vom Ding her bin ich immer bei solchen Keyboards relativ negativ eingestellt, weil ich wirklich diesen nervigen Sound gar nicht fühle, dass man wirklich die ganze Zeit das Tippen hört, egal, wenn man einmal ein bisschen doll aufdrückt, hört man das Tippen direkt. Und ich selber fühle das tatsächlich gar nicht. Aber ich merke, dass man die E-Taste hier wirklich nicht leicht drücken kann. Und als hätte die Tastatur wirklich eine kleine Verzögerung. Also ich glaube, man merkt hier wirklich den kleinen Unterschied zu Bluetooth und zu Kabel gebunden, dass es ein bisschen delayed manchmal ist und dass es nicht wirklich richtig auslöst. Ansonsten vom Tippgefühl finde ich die eigentlich relativ okay. Ich glaube, ich hätte tatsächlich dafür, dass die Tastatur so, so krass gefeiert wird, hätte ich tatsächlich echt ein bisschen besser eingestellt.
Also mir gefällt das nicht, dass man die Tastatur tatsächlich nicht hochstellen kann. Was ich finde ein kleiner Nachteil ist, weil ich mag es, wenn die Tastaturen tatsächlich ein bisschen höher gestellter sind. Auch für den Arm, für alles weitere. Und generell, mir gefällt also das Tippgefühl auf allen Tasten gefällt mir nicht wirklich so, so gut. Ich würde sagen, wir wagen den nächsten Versuch in Arena und wir gehen tatsächlich mal eine zweite Runde nach Brutal Bastion. Also bisher wirklich, das Keyboard gefällt mir nicht so, wie ich es tatsächlich erwartet habe. Diese Leertaste ist teilweise sogar höher als zum Beispiel die W-Tasten. Das liegt einfach nur daran, dass das Keyboard generell hier hinten ein bisschen höher ist anscheinend als hier vorne. Ich verstehe nicht so ganz, was sie sich dabei gedacht haben. Und das Keyboard ist einfach aus, in der Luft, ist jetzt passiert. Was passiert hier gerade mit dem Keyboard? Ich kann hier teilweise laufen. Was passiert hier? Also Bluetooth bei Tastaturen, Wireless, überzeugt mich bisher absolut gar nicht. So, ich würde sagen, zweiter Versuch auch mit dieser Tastatur nach Shattered Slabs. Also bisher hat mich diese Wireless-Funktion absolut nicht überzeugt. Auf einmal ging einfach die Tastatur gar nicht und ich konnte mich weder nach links bewegen noch nach rechts. Dann ging es eine kurze Zeit wieder, dann ging es wieder nicht. Also Wireless-Tastaturen bisher, was passiert jetzt schon wieder? Ich kann mich nicht nach rechts bewegen. Guck mal, wie langsam die Tastatur sich nach rechts bewegt. Man muss hier auf dieser Tastatur W oder so drücken. Ich verstehe diese Tastatur nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, was das ist. Es geht nicht. Ich kann mich einfach nicht clean bewegen. Wieso auch immer, ich kann mich einfach nicht clean bewegen. Wir holen hier den Gegner, aber es bringt uns tatsächlich gar nichts, weil ich werde jetzt hier am nächsten Gegner einfach sterben. Ich kann mich nicht wegbewegen, ich kann mich nicht wegbewegen. Nein, es ist das schlechteste Keyboard, was ich jemals hatte. Dieses Keyboard ist einfach grottenschlecht. Abgesehen davon, dass tatsächlich irgendwie die Wireless-Funktion nicht funktioniert, dass die Kabelfunktion hier nicht funktioniert. Falls ihr wisst, woran das wirklich liegt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare bei der RK69. Hat mich dieses Keyboard zu 0% überzeugt. So, auf geht's, Freunde. Die vierte und tatsächlich letzte Tastatur, die ich in diesem Video teste, und zwar die Logitech G-Pro TK. Ich bin auf dieser Logitech Tastatur wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich vor allem auch einmal die Logitech Maus habe und ich mit der wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Und dann war ich echt mal drauf gespannt, wie wirklich die Qualität von dieser Logitech Tastatur hier sein wird. Und wir sehen tatsächlich, dass es tatsächlich die Tastatur, die bisher am elegantesten verpackt ist. Wir haben erstmal einen Karton, so einen Auskarton, und dann haben wir hier nochmal einen Karton. Okay, die Tastatur ist wirklich sehr, 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 sehr elegant eingepackt. Hat tatsächlich ein Kabel. Zum Glück keine Wireless-Tastatur an der Stelle. Wir packen, würde ich mal sagen, das Kabel hier mal aus, schließen die Tastatur an und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Tastatur ist einmal eingestellt, die Tastatur ist am USB ran und zum Glück tatsächlich keine Wireless-Tastatur an der Stelle. Aber was ihr direkt sehen, es ist somit das größte oder das größte Keyboard, was wir heute getestet haben, und auch von der Gewichtsklasse her ist es wirklich das schwerste von allen, die wir hier getestet haben. Ihr seht wirklich, es ist relativ groß, es hat auch noch F-Tasten, es hat auch noch tatsächlich hier die Bewegungstasten, also die Pfeiltasten. Ich bin wirklich gespannt, ich bin eigentlich kein Fan von diesen größeren Tastaturen, seitdem ich tatsächlich das erste Mal mit der Apex Pro Mini gespielt habe, konnte ich wirklich gar nicht mehr los von diesen 60% Tastaturen, weil einfach dieses Gefühl von der 60% Tastatur, dass du so viel Platz auf deinem Schreibtisch hast, ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. So, testen wir einmal das Tippgefühl und ich merke es direkt wieder, es ist der komplette Clicky-Sound. Es ist komplett dieser Sound, den man hört. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Ich lasse einmal stumm kurz. Also ich denke, man sollte es einmal so gehört haben. Es ist wirklich dieser komplette Clicky-Sound. Aber tatsächlich ist es hier dieser Clicky-Sound, aber man braucht mehr Kraft, die man anwenden muss, um wirklich die Tasten zu drücken. Also es ist nicht so wie bei der RK69, dass es clicky ist und auch noch sehr einfach ist zu drücken, sondern hier braucht man wirklich ein bisschen mehr Kraft. Von der Verarbeitung her ist es aber wirklich eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Tastatur. Gespannt würde ich aber mal sagen, bin ich jetzt, wie diese Tastatur tatsächlich mal in Creative und in Arena ist. So, angekommen in Creative, testen wir hier auch nochmal die Tastatur. Und was ich direkt merke, ist wirklich, dass ich einfach viel weniger Platz auf meinem Mauspad habe. Ihr seht, ich habe gerade schon die andere Maus weggekriegt. Ich weiß nicht, ob man das gerade in der Handcam gesehen hat. Aber ich habe wirklich um einiges weniger Platz vom Dealer her, aber fühlt sich wirklich die Tastatur nochmal wirklich sehr, sehr, sehr cool an. Also wenn ich die Tastatur nochmal vergleiche mit der RK61, die ich hier gerade gespielt habe, ist das nochmal wirklich ein bisschen besser. Also man muss sagen, ich merke keinen großen Unterschied zu der Apex Pro Mini oder zu der Razer Hunt Pro Mini. Das Tippgefühl ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist zwar dieser clicky Sound, den man auch selbst durchs Headset hört, was ich selber so nicht besonders fühle. Aber man muss einfach sagen, im Gegensatz zu der RK61 ist es hier wirklich das Tippgefühl sehr, sehr nice. Also du spürst, wann du tippst, du spürst, wie du tippen musst, mit welcher Stärke du tippen musst. Und das macht die Tastatur tatsächlich nochmal einiges besser als die RK61. So, ich würde sagen, angekommen in Arena, sage ich euch nochmal ein kleines Fazit zu der Tastatur bis jetzt. Was mir auch aufgefallen ist, gerade während ich ein bisschen rumgetippt habe, die Tasten sind tatsächlich ein bisschen weiter entfernt als bei 60% Tastaturen, was wirklich ein Nachteil ist. Also ich muss sagen, 60% Tastaturen, falls ihr euch noch keine Tastatur geholt habt, unbedingt tut es. 60% Tastaturen sind wirklich die besten Tastaturen vom Tippgefühl her, wenn ihr euch die richtige holt. Von der Größe her einfach die besten Tastaturen. Und vor allem, wenn ihr so ein bisschen kleinere Finger habt, ist es wirklich die richtige Entscheidung für euch, diese Tastatur zu holen. Weil ich merke, wenn ich hier auf die 5 klicken muss, muss ich wirklich meinen Finger komplett ausstrecken, was bei allen anderen Tastaturen bisher nicht der Fall war. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal fürs Ende des Videos hier nach Envy Square, kriegen aber tatsächlich auch hier mal die Waffe mal wieder nicht. Hoffentlich kriegen wir mal hier eine ordentliche Waffe aus der Chest, damit wir mal direkt hier einen Early Kill holen können. Sehr, sehr nice. Next Calibur nehmen wir auch mit. Kann man mitnehmen.
Muss aber nicht sein. So, ich merke es aber direkt diesen Nachteil. Ich komme die ganze Zeit gegen dieser Kante hier, weil dieses Keyboard einfach viel, viel zu groß ist. Also es fühlt sich wirklich wie ein 100% Keyboard an und nicht wie ein 60% Keyboard. So, wir müssen hier einmal kurz... Es geht nicht, Chat. Es geht nicht. Wir kriegen hier keine Waffe, wir kriegen gar nichts. Werde in der Arena auch gescampt. Es liegt nicht wirklich, es liegt nicht nur an mir. Das kann man so sagen. Aus der Chat kriege ich eine Excalibur. Was soll ich damit anfangen? So, ich würde sagen, letzte Runde beenden wir dann tatsächlich aber auch, wie das Video angefangen hat, in Envy Square. Keyboard bisher hat mich auch wirklich nicht überzeugt. Das Keyboard ist zu groß, wie gesagt. Das Tippgefühl ist besser als die Royal Clash 61, aber wirklich nicht das Richtige. Es gibt eindeutig, glaube ich, bessere Tastaturen und vor allem für die Preise. Ich glaube, 120 Euro habe ich dafür bezahlt. Lohnt sich meiner Meinung nach diese Tastatur hier nicht. G Pro Superlight als Maus. Logitech-Produkte haben mich sonst immer überzeugt. Diese Tastatur hat mich aber wirklich bis jetzt nicht überzeugt. Zu groß. Tippgefühl, wie gesagt, ist nicht das Richtige. Wir gehen aber, wie gesagt, nochmal hier in die letzte Runde rein. Gucken mal, wie die letzte Runde hier noch läuft. Vielleicht kriegen wir auch diesmal mal eine ordentliche Pump oder ordentliche Waffen, denen wir tatsächlich mal hier auch in den Fight eingehen können. So, wir kriegen einen Hammer direkt. Nein, das kann es nicht sein. Es soll anscheinend nicht sein, dass wir heute hier eine Runde irgendwie ordentlich spielen. Es soll einfach nicht passieren. So, wir haben es probiert. Ich habe mein Bestes gegeben. Arena, es funktioniert nicht. Ich habe gerade auch nicht um 23 Uhr aktuell, wo ich das Video aufnehme, nochmal die Kraft, mich wirklich einzuspielen und wirklich jedes Keyboard nochmal zu testen. Ich konnte wirklich auch in Creative ein bisschen testen, wie die Verzierung ist. Kann ich ein bisschen was über die Größe sagen, über das Tippgefühl. Und ich glaube, das ist auch so mit die wichtigsten Aspekte. Ihr seht nicht wirklich am Gameplay, wie gut man mit dieser Tastatur spielen kann. Weil von der Theorie her, wenn man sich lange einspielt, wird man mit einer Tastatur immer, immer da besser. Der erste Eindruck ist meiner Meinung nach der wichtigste Eindruck. Und deswegen sage ich euch nochmal zu jeder einzelnen Tastatur etwas. Razer Huntsman Mini, wir fangen damit an, ist die Tastatur, die mich von diesem Tastaturtest hier am meisten überzeugt hat. Diese Tastatur sieht wirklich sehr, sehr clean aus. Und ich lasse mal dieses Aussehen mal vorab. Die Tastatur hat ein sehr, sehr cooles Tippgefühl. Die Tastatur ist gedämpft, was wirklich vom Sound her sehr, sehr, sehr cool ist. Verarbeitung ist sehr cool. Die Tastatur ist tatsächlich leicht, ist klein. Wenn ich mich für eine Tastatur aus diesem Video entscheiden würde, würde ich mich tatsächlich für diese Tastaturen hier entscheiden. Wenn man unbedingt 40, 50 Euro mehr ausgeben will, kann man sich auch für die Apex Pro Mini entscheiden. Aber es ist meiner Meinung nach preis-leistungstechnisch die beste Tastatur, die ich hier in diesem Video getestet habe. Als nächstes kommen wir dann zu der G Pro TKL. Ich habe es ja eben gerade schon mal erwähnt. Die Tastatur ist mir einfach viel, viel zu schwer. Es ist tatsächlich doch die schwerste Tastatur in diesem Video. Es ist die größte Tastatur in diesem Video. Das Tippgefühl war ein bisschen besser als bei der Royal Clash 61. Hat mich aber auch wirklich nicht wirklich so doll überzeugt. Das Tippgefühl, wie gesagt, das Tippgefühl ist, wie gesagt, ein bisschen besser als bei der RK61. Hat mich aber auch wirklich hier nicht überzeugt. Die Tastatur ist einfach wirklich viel, viel zu groß. 80% das dazu, ich kam darauf nicht klar, man kommt mit seiner Maus dagegen. Zudem gefällt mir dieser clicky Sound nicht. Für Leute, die den aber wirklich feiern, ist es vielleicht das Richtige. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der Enttäuschung dieses Videos. Kann aber auch daran liegen, dass ich halt die Wireless-Tastatur bestellt habe. Trotzdem, auch ob Wireless oder nicht, kann ich euch ein bisschen was zu der Tastatur empfehlen. Und zwar, Tippgefühl hat mir selber gar nicht gefallen. Was mir auch nicht gefallen hat, sind einfach diese clicky Sounds. Kann sein, das ist immer so eine persönliche Sache. Manchen gefällt es nicht. Auch das Tippgefühl ist immer so eine persönliche Sache. Ich sag euch, wie meine Meinung ist. Und manche vertreten die Meinung natürlich nicht. Wie gesagt, ich versuche euch mit diesem Video wirklich ein bisschen weiterzuhelfen. Die Verarbeitung von der Tastatur ist im Vergleich zu den anderen Tastaturen nicht so gut. Liegt aber auch daran, dass es wirklich mit Abstand die günstigste Tastatur ist mit 70 Euro im Vergleich zu allen anderen Tastaturen. Wenn man wirklich nicht viel mehr Geld ausgeben will, dann ist es vielleicht das Richtige. Und wenn die nicht wireless ist, sollte die wahrscheinlich auch ordentlich dann funktionieren. Aber mich hat die Tastatur wirklich dafür, was alle so gesagt haben, nicht überzeugt. Und zuletzt kommen wir nochmal zu der Tastatur, wirklich mit der ich am meisten spiele, die Apex Pro Mini. Ihr seht schon, wie dreckig die Tastatur ist. Die Tastatur, ich würde nicht umsonst mit der seit einem Jahr spielen, überzeugt mich seit über einem Jahr wirklich immer wieder. Die hat ein cooles Tippgefühl, die hat wirklich einen perfekten Sound. Der Sound ist gedämpft, der ist nicht allzu laut, das Tippgefühl ist perfekt, die Schnelligkeit ist perfekt. Es ist auch einfach das schnellste Keyboard auf dem Markt. Man muss es einfach sagen, es ist die schnellste Tastatur auf dem Markt. Sie ist natürlich ein bisschen besser als die Razer Huntsman Mini. Ich würde aber sagen, das ist so, sind meine Top 2. Auf Platz 1 würde ich die Apex Pro Mini packen, dann würde ich die Razer Huntsman Mini packen. Wenn man aber tatsächlich ein bisschen weniger Geld ausgeben will, ist man mit der Razer Huntsman Mini wirklich bei einer richtigen Entscheidung. Und dann würde ich als nächstes die Logitech G Pro TKL sagen auf Platz 3. Und der letzte Platz war tatsächlich in diesem Video für mich die Royal Clutch 61. Ich hoffe aber, trotz des schlechten Gameplays konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen, dass ihr euch vielleicht jetzt eine Meinung über die Tastaturen bilden könnt, euch vielleicht nach diesem Video überlegen könnt, welche Tastatur ihr euch kauft. Ich habe euch meine Empfehlung gesagt. Falls ihr solche Videos in der Zukunft nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal, liked das Video und vergesst natürlich die Glocke zu aktivieren. Und schreibt mir doch jetzt gerne in die Kommentare einfach mal Hashtag Tastatur, falls du das Video wirklich bis zum Ende, bis zu diesem Zeitpunkt hier geguckt hast. Ich würde sagen, an der Stelle, das war's mit dem Video. Wir sehen uns wieder zu einem nächsten Video in 2 Tagen. Rechts und links seht ihr gleich nochmal ein Video eingeblendet, was ihr euch gerne anschauen könnt. Haut damit rein und ciao!